Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns, zehn kuriose Fakten über Nacktschnecken an. Ja, das steht hier so. War ein Vorschlag von euch und ich werde den Vorschlag für euch bearbeiten. Hier werden pornografische Inhalte gezeigt, also bitte abschalten, wenn ihr sowas nicht sehen wollt. Also hier werden nackte Nacktschnecken gezeigt. Also bitte abschalten, wenn ihr sowas nicht sehen wollt. Vielleicht werden hier auch nackte Bananen gezeigt. Ich weiß es nicht, aber ich will euch nur vorwarnen, ne? Ich will euch nur vorwarnen. Und nein, ich ziehe mich hier nicht aus. Na, ihr sollt ja nicht kotzen. Heute zeige ich euch 10 kuriose Fakten über Nacktschnecken. Hat er was getrunken? Das hört sich voll so an, als er irgendwas getrunken hätte, ne? Frage mal ein, hast du gewusst, dass Nacktschnecken wie Vögel legen die Eier und bauen Neste? Aber nicht so weit oben. Fakt Nummer 2. Es gibt viele Arten von Nacktschnecken. Zum Beispiel die Tigerschnecke und halt noch übelst viele. Fakt Nummer 3. Das hört sich gerade so... Ohne Scheiße, es hört sich gerade so voll so an, als er so irgendwas getrunken hätte und das Video so einfach runterrattelt, ne? So, ja, 10 kuriose, über kuriose Fakten über Nacktschnecken. Das hört sich so geil an. Fuck nochmal dran. Aber ich find das voll interessant, das wusste ich. Ah, das ist doch nicht. Die Eier und bauen Neste. Aber das ist never ever ernst. Das ist Glück. Erstmal, solche Eier kann so eine Nacktschnecke gar nicht legen. Und die bauen bestimmt auch keine Nester. Also, das ist never ever ernst. Also, ne. Das kann mir keiner erzählen. Das ist sowas von hier Fake News wieder. Also, wenn das hier Trump sehen würde, ne? Also, boah, da wäre dein Kanal weg, du. Und dein TikTok-Account. Aber nicht so weit oben. Fakt Nummer 2. Es gibt viele Arten von Nacktschnecken. Zum Beispiel die Tigerschnecke und halt noch übelst Schnell. Viele. Fakt Nummer 3. Und auch übelst viele. Fakt Nummer 3. Nacktschnecken bilden kleine Tiergemeinschaften und Zusammenschlüsse. Der bekannteste ist bekannt unter dem Namen Unicredit Banking. Fakt Nummer 3. Nacktschnecken sind im Durchschnitt zwischen 10 und 20 Zentimeter und also zwischen sind die groß. Fakt Nummer 3, können nicht lesen. Die scheiß Wichse. Fakt Nummer 5. Die können nicht lesen. Ach so, die können nicht lesen. Schade. Ich wollte jetzt meine Nacktschrecken. Schrecken? Genau. Nacktschnecken. Meine Herren, voll der Zungenbrecher. Wollte ich jetzt eigentlich trainieren. Ich habe ja hier welche rum. Eiern. Die trainiere ich gerade eigentlich dafür, dass die mir immer Sachen vorlesen. Aber schade. Also, da kann ich das Training ja abbrechen, die können ja eh nie lesen. 5. In der westlichen Welt gilt du Snegge als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste Snegge der Welt ist. Also, die ist schon krass. Fakt 4. Die Nacktschnecke kommt ursprünglich aus Kolumbien. Piraten haben die mitgebracht. Fakt Nummer 5. Fakt Nummer 6. Auch wenn viele Menschen meinen, du Snacke sei eine Beleidigung, wurden Nacktschnecken von den Mayas und Ikeas als heilig betrachtet. Was? Ikeas? Die haben die trotzdem einfach gegessen. Fakt Nummer 6. Adolf Hitler war ebenfalls eine Nacktschnecke. Hä? Nee. Fakt. Der Fakt ist definitiv. Also die anderen, ne, dass die Nester bauen, stimmt. Also das ist... Ne? Aber hier muss ich jetzt ganz klar sagen, das stimmt nicht. Der Typ war Echsenmensch. Der war eindeutig ein Echsenmensch. Ne? Das habe ich mir immer schon gedacht. Ne? Vielleicht war der auch ein Echsenmensch getarnt als Nacktschnecke, aber er war ein Echsenmensch. Fakt Nummer 7. Die größte Nacktschnecke der Welt ist 2 Meter groß. Und bis zu Fakt Nummer 8. Der russische Geheimagent James Bond war der erste Mensch, der im Weltall in einem Nacktschneckenkostüm auf den Mond gepisst hat. Fakt Nummer... Die größte Schnecke der Welt ist 200 Meter groß. Fakt Nummer 9. Schnecken zahlen keine Steuern. Ey.
Ey, das finde ich jetzt aber, also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt frech, ne? Warum zahle ich Steuern und die Nacktschnecken nicht? Genauso wie die Ameisen, die können auch hier auch Steuern bezahlen. Warum muss ich Steuern bezahlen? Dann zahle ich jetzt auch keine mehr. Das finde ich jetzt frech, ne? Dass die Nacktschnecken, also das ist jetzt so ein Fakt, den finde ich scheiße. Das finde ich jetzt echt scheiße. Und ich finde das auch scheiße, dass für die Nacktschnecken, für die muss man einfach eine Lobby. Ne? Für die gibt es keine Lobby. Und ich finde, wir sollten für die eine Lobby gründen, aber nicht für ihre Interessen, sondern gegen ihre Interessen, dass sie Steuern zahlen müssen, dass sie nicht so viel rumschleimen. Die schleimen jeden an. Also ich werde immer nur also angeschleimt. Das finde ich jetzt, das finde ich jetzt ein Fakt, den finde ich ein bisschen frech. Weißt du, ich muss Steuern bezahlen und die Nacktschnecken hier, die können hier auch steuerfrei leben. Nee. Finde ich nicht gut. Fakt Nummer 9. In der westlichen Welt gilt du Snagge als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste Snack. Fakt Nummer 4. Die bekanntesten Nacktschnecken sind T-Rex aus der Serie Rex the Polizeihund und der Yeti. Fakt Nummer 11. Der Ursprung der Nacktschnecke reicht bis zurück in die frühen 90er Jahre. Fakt Nummer 12. Ich finde das geil, ne? Das Video heißt 10 kuriose Fakten über Nacktschnecken und der einfach mal 12 Fakten hier aufzählt. Nee, ich will keinen Drachenlord hier sehen. Schneckenzahlen. Finde ich definitiv sehr, sehr geil. Aber das muss ich jetzt wirklich sagen. Also, Moment. Das hier, ne? Hier, ne? Dass sie keine Steuern bezahlen, das hat mich jetzt ein bisschen. Bisschen haarig gemacht. Also, dass die. Gut, damit gehe ich jetzt mit. Das glaube ich jetzt einfach mal. Das sind ja 10 kuriose Fakten und die Fakten werden definitiv stimmen. Die werden bestimmt, ich glaube auch noch die Eier, diese wurden hier ein bisschen clever gemacht. Die Eier sind eigentlich so groß, ne? Die wurden hier einfach ein bisschen kleiner gemacht. Und irgendwas war genau hier, ne? Ja. Da muss ich, also das ist ein Fakt, den finde ich ein bisschen schade, dass du den mit reingenommen hast, weil der ein bisschen gelogen ist und da sträubt schon wieder dann irgendwelche Gerüchte. Also da muss ich sagen, hätte es sich korrigieren müssen, denn er war definitiv, dativ, akkusativ, ein Echsenmensch. Naja, das finde ich ein bisschen schade, dass er ist genauso wie dass die Erde eine Scheibe ist, das verstehen halt auch nicht so viele und dass die NASA unter Wasser das alles aufnimmt, dass es alles Unterwasseraufnahmen sind. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sehr cooles Video, sehr witziges Video. Ich sage jetzt einfach mal von meiner Seite aus Prost, ne? Bisschen zu tief ins Wasserglas geschaut. Beim nächsten Mal ein bisschen weniger Wasser trinken, das hilft. Ne? Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss!